Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal meine Leistungen vom PC. Auf diesem Bild ist zu erkennen mein Prozessor. Und zwar der i7-3770 mit 3,40 GHz 8-mal. Den installierten Arbeitsspeicher mit 12 GB und mein Systemtyp 64-Bit. Des Weiteren habe ich Windows 7 Home Premium ganz normal, Service Pack 1. Kommen wir zum nächsten Bild und zwar der Leistungsindex von meinem PC. Der Prozessor mit 7,7, Arbeitsspeicher 7,7 auch. Der Prozessor, das ist, also ich sag dazu jetzt nochmal kurz was. Das ist der für den Sockel 1155, leider der neueste, neuere gibt es leider noch nicht. Der Arbeitsspeicher, das ist 12 GB, eigentlich ist das ein sehr schneller und zwar mit 1333 MHz. Daher ist schon 1600 und 2000, ich glaube 2100 MHz gibt, ist das natürlich nicht mehr der neueste mit. Die Grafik, das ist die GTX 770 Lightning von der MSI, die ist sehr schnell, darum 7,9. Die Grafik für Spiele ist natürlich auch 7,9 und die primäre Festplatte, das ist eine SSD von PNY, die hat 7,9 und ja, hat sie sich auch verdient. Des Weiteren sieht man hier das nochmal. Systemhersteller, Systemmodell, das Betriebssystem nochmal und Prozessor, BIOS und den Speicher und die Ausführungsdatei und die DirectX-Version. Nochmal detailliert. Hier ist auch mal die GTX 770 zu erkennen mit seinen installierten 2 GB. Hier steht zwar jetzt 4042, aber die hat 2. Könnt ihr auch im Internet nachlesen, falls ihr jetzt mehr dieser Anzeige hier glaubt. Mit einer Auflösung bzw. Anzeigemodus von 1120x1080 im 32-Bit-Format System mit 60 Hz. Und zu guter Letzt hier nochmal die Gradzahlen. Nach einem intensiven Spielen 2 Stunden GTA 4, höchste Auflösung, etc. Ja, ich habe auf dem CPU noch einen speziellen Lüfter. Einen größeren Lüfter, nicht den Original von Intel, sondern einen. Ach, ich weiß es jetzt leider nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall arbeitet er ordentliche Leistung. Ich habe gespielt und ein Video konvertiert, wurde er nicht über 68 Grad mit dem neuen Lüfter. Mit dem alten Lüfter wurde er locker über 90 Grad, warum auch immer. Die Grafikkarte hat 73 Grad erreicht, hat zwei Lüfter drauf, Twin Frozen oder wie das genau heißt, das weiß ich jetzt leider nicht. Und ich bin total zufrieden, der PC ist top. Also, ich empfehle Ihnen so, es ist nicht Unmengen an Geldverschwendung. Ja, des Weiteren, das war damals ein ganz einfacher, ganz billiger Million-PC für 600 Euro. Aufgerüstet jetzt, ich glaube, ich habe reingesteckt um die 1200. Also insgesamt mit den 599, die der PC selbst gekostet hat. Also reingesteckt habe ich dann nochmal um die 500 bis 600 Euro. So, was ist noch zu sagen? Ja. Eigentlich nicht, sondern trotzdem sehr vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.